Der erste Monat des neuen Jahres ist vorüber und die Agentur für Arbeit in Neubrandenburg hat zu einem Pressegespräch eingeladen. Die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt liegen auf dem Tisch. Trotz steigender Kosten, Krieg und Inflation zeichnen sich keine großen Veränderungen ab. Der Arbeitsmarkt in der Mecklenburgischen Seenplatte ist trotz der schwierigen Rahmenbedingungen relativ robust weiterhin. Wir haben einen leichten Anstieg in der Arbeitslosigkeit. Diese ist aber fast ausschließlich auf den Winter zurückzuführen, weil in den Außenberufen aktuell natürlich nicht so viel gearbeitet wird. Im Januar waren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 12.287 Menschen arbeitslos gemeldet. 964 mehr als im Januar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt in der Region derzeit bei 9,6%. Die niedrigste Arbeitslosenquote von 7,6% verzeichnet das Neubrandenburger Umland, die höchste mit 11,2% Neubrandenburg. Die Arbeitslosenzahlen seien durch die jahreszeitlichen Bedingungen angestiegen. Das würde sich zum Sommer hin wieder regulieren, so Thomas Besse. Der Vorsitzende Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Neubrandenburg sieht aber eine noch ganz andere Herausforderung. Die größte Herausforderung ist einfach, dass die Unternehmen händeringend nach Arbeits- und Fachkräften suchen und wir gemeinsam mit den Unternehmen Lösungen finden müssen, dass wir aus dem Potenzial, was es gibt, sei es durch die Menschen, die bei uns auf neue Beschäftigungssuche sind, Menschen, die zu uns kommen aus dem Ausland, sie so vorbereiten, dass sie für Unternehmen auch wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz vieler Faktoren robust. Laut Agentur für Arbeit wird das durch die Entkopplung von diesen Einflüssen auch so bleiben.